Genau, das ist Wolle, Seide und Das ist jetzt natürlich ein Schema, ne? Also der Strick verhält sich immer ein bisschen länger oder ein bisschen breiter. halt am Rücken hast du auf der linken Seite das linke Schulterblatt, das geht leicht stärker in den Körper rein. Und deswegen dachte ich, dass du vielleicht auf der linken Seite so eine leichte Schonhaltung eingenommen hast. Ja, das kann durch die Operation Ja. natürlich sein. Ja. 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 Hier bist du hinten auch verstärkt, gell? I put just a kind of synopsis story that Sonia and Silke wrote, but we're going to see after. Maybe there is some change. And I think if we can create something like organic with the video. This is good. That is good. This is good. I don't know, I like it, you know. It's... Wenn man jetzt zum Beispiel nur ganz, ganz unten am Saum zieht, ah ja, nee, dann zieht es auch bis hoch, okay. Na, aber das geht eh. Das passt eigentlich eh so, genau. Ja. Und dann, eigentlich ist das eh super. Und man merkt auch, dass das ein Stoff ist, der sich dehnt. Ja. So. Und hinten auf der linken Seite ist noch das kleine letzte Teil, genau. Da auch noch. Wahnsinn. Okay. Genau. Also so im Moment sieht es so ein bisschen wie Opal aus. Da müsste ich eigentlich meinen Refractive Index trotzdem wieder niedriger machen. Aber man sieht dann nur hier. Genau. Ja. Reflektiert es dann ein bisschen viel. Und jetzt schaut es auch wirklich aus, als ob drüber gedruckt ist.